Hallo Freunde, ich habe schon viele Tiervideos hochgeladen. Von Babykatzen, die in letzter Sekunde gerettet wurden, bis hin zu seltenen Tieren, die vielleicht bald ausgestorben sein könnten. Heute geht es allerdings um 5 Tiere, die leider schon ausgestorben sind. Wir fangen an mit dem Schwertstör. Der Schwertstör ist die erste Art, die im Jahr 2020 ausgestorben ist, beziehungsweise in diesem Jahr als ausgestorben erklärt wurde. Der Riesenfisch lebte ursprünglich im chinesischen Fluss Yangtze und konnte bis zu 3 Meter lang werden. Seit 2003 wurde schon kein Schwertstör mehr gesehen. Die Versuche, einen aufzuspüren, reichten noch bis ins Jahr 2018. Doch das vergeblich. Durch starke Überfischung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Zerstückelung seines Lebensraums wurde er immer seltener. Als schließlich der Bau eines Wasserkraftwerks die Wanderung der Störe zu ihren Laichgebieten verhinderte, war ihr Ende quasi besiegelt. Der Schwertstör war nicht nur aufgrund seiner Größe ein besonderer Fisch, er war auch der einzige Vertreter seiner Gattung. Die ist nun mit ihm ausgestorben. Die Pinta-Riesenschildkröte. Auf den Galapagos-Inseln leben viele verschiedene Schildkröten-Unterarten. Da sie auf unterschiedlichen Inseln leben, hat sich ihr genetisches Erbgut mit der Zeit getrennt, sodass sie sich nicht mehr paaren können. 2016 ist die Pinta-Riesenschildkröte als ausgestorben erklärt worden. Sie kam nur auf der Insel Pinta vor. Die Schildkröte Lonesome George war der letzte Vertreter der Art. Es wurde vergeblich versucht, ihn mit Schildkröten anderer Galapagos-Inseln zu kreuzen. Die Tiere wurden zur Nahrungsgewinnung getötet. Außerdem ernährten sich eingeschleppte Ratten von den Schildkröteneiern. Der chinesische Flussdelfin. Der chinesische Flussdelfin, auch Yangtze-Delfin oder Baiji genannt, ist die erste Delfinart, die aufgrund des Menschen ausgestorben ist. Sie lebte im chinesischen Fluss Yangtze-Qiang, dem drittgrößten Fluss der Welt. Er gehörte zu den am stärksten verschmutzten Flüssen der Welt. Nicht zuletzt diese starke Verschmutzung wurde dem chinesischen Flussdelfin zum Verhängnis. Seit dem Jahr 2007 geht man davon aus, dass er ausgestorben ist, nachdem man ihn bei mehrwöchigen Expeditionen im Jahr 2006 nicht mehr auffinden konnte. Die Goldkröte. Die Verbreitung der Goldkröte war auf ein wenige Kilometer großes Gebiet in Costa Rica in Höhenlagen von etwa 1500 bis 1600 Metern beschränkt. Seit 1989 wurde die Goldkröte nicht mehr beobachtet und seit 2004 gilt sie nach der roten Liste der IUCN als ausgestorben. Die Hauptursache für das Verschwinden der Art wird in der Infektion mit Chytridiomykose gesehen, eine der verheerendsten Infektionskrankheiten innerhalb der Amphibienpopulation. Der vermehrte Ausbruch der Infektion wird auch auf die globale Klimaerwärmung zurückgeführt. Besonders in Mittel- und Südamerika schaffe der Treibhauseffekt günstige Wachstumsbedingungen für den Chytridpilz. Zu guter Letzt der tasmanische Beutelwolf. Die hundeähnliche Beuteltierart mit tigerartigem Streifen im hinteren Rückenbereich war auch als tasmanischer Tiger bekannt. Er hatte einen Ruf als blutrünstiger, nachtaktiver Jäger, weil er gewöhnlich den Schädel der Beute mit seinen kräftigen Klauen zertrümmerte und auch Kadaver aus Fallen raubte. Zunächst lebte er auch auf dem australischen Festland, wurde dann aber vom anspruchsloseren Dingo immer mehr verdrängt, bis er schließlich nur noch auf der Insel Tasmanien vorkam. Hier wurde er ab 1850 wegen seiner nächtlichen Raubzüge besonders von Schafzüchtern gejagt und die Bestandszahlen gingen schnell zurück. Seit 1936 gilt der tasmanische Beutelwolf als ausgestorben, doch immer wieder werden Sichtungen gemeldet. 1961 soll ein Tier bei einem Unfall getötet worden sein. Diese Funde wurden jedoch nie bestätigt. Möchtest du weiterhin interessante Tiervideos sehen oder immer auf dem neuesten Stand bleiben, dann lass es gerne ein Abo da. Schreib auch gerne in die Kommentare, welche Themen ich in den nächsten Videos behandeln soll. Bis zum nächsten Mal.